Und am nächsten, wir haben alle protestiert. Und am nächsten Tag hatten wir so 5 oder 6 Leute hatten danach Schnupfen. Ich glaube, einer hatte sogar Grippe. Das hat sie nicht interessiert. Im Frühling dann, da war dann Frühling später. Das hat das Winter so an sich, nachdem folgt meistens der Frühling, ne? Und da ist er mit uns bei Regen, oder ja, bei Regen ist er rausgegangen auf die klitschnasse Bahn und hat uns, da sind wir, haben wir 1000 Kilometer Ausdauerlauf gemacht. Nee, war das 1000? Nee, das waren 20 Minuten Ausdauerlauf. Die Bahn war klitschnass. Am nächsten Tag hatten 3 oder 4 Schnupfen. Ey, der Lehrer hat es echt nicht mehr alle am Sackel gehabt. Und die Entschuldigungen waren dann immer, ja, das härtet euch ab. Ja, dankeschön, dankeschön. Ich freue mich, wenn ich abgehärtet werde durch so eine Scheiße. Ganz ehrlich, da hättest du manchmal echt einfach nur vom Kopf bochen können. So, was wollt ihr euch machen? So, ich spitzhacke hier. Jetzt reg ich mich über den Lehrer auf die ganze Zeit. Ja, nee, also mit dem Lehrer wünsche ich es... Ich habe keine Steine mehr. Ach, ich bin so ein Held, ey. Nein! Nein! Nur noch ein Stein. Och man, jetzt muss ich mir schon wieder eine Holzacke machen. Nee, mit diesem Lehrer wünsche ich niemanden Unterricht zu haben. Wir hatten uns auch mal geschwert. Da hieß es dann nur, er ist ein Lehrer, er weiß schon, was er macht. Ja, das habe ich gesehen. Mal gucken, was er macht, wenn irgendjemand mal seinen Kopf in die Kloschüssel reinsteckt. Was ich übrigens gerne mal sehen würde. Na okay, ich bin gut drauf. Ich lasse mich jetzt nicht von solchen Leuten... Ich rede jetzt nicht um... Naja, lass mal das einfach. Und spiele weiter Minecraft. Minecraft. Minecraft, Minecraft. Ich spiele Minecraft. Und wir tun mit wahnsinniger Geschwindigkeit das Holz ab, der Stein abernten. Ob man sich eine Steinrüstung machen kann? Das klingt irgendwie richtig heftig geil, das Lied. Gronkh! Geile Playlist. Ja, ich nutze die Playlist von Gronkh. Wer das immer noch nicht mitgekriegt hat, wird Zeit. Jetzt kommt's. Oh mein Gott, nein, du nutzt die Playlist von Gronkh. Du machst ihm voll nach. Eine Playlist ersetzt nicht den Spieler. Ja, denn Gronkh ist wesentlich besser als ich. Da kann ich ruhig zugeben. Also, ich finde nicht, dass ich auch nur im geringsten irgendwie... Warte mal, bevor ich die esse. So. Ich finde nicht, dass ich auch nur irgendwie im geringsten an Gronkh herankomme. Was vom Können her. Liegt vielleicht auch daran, dass... Ich weiß nicht, wie alt ist ein Gronkh? Ich würde jetzt spontan so auf 30 schätzen. So zwischen 25 und 30 würde ich ihn schätzen. Es tut mir sehr leid, wenn ich dich beleidigt haben sollte, Gronkh. Es ist nicht meine Absicht. Ja, tschüss, Creeper Girl. Alter, was ist denn hier los, ey? Nein! Nein, verdammt, das ist doch nicht... Oh, ich... Ich glaube, das Mädchen mag keine männliche Gesellschaft. Und wir haben natürlich keine... Okay, ich hätte wieder Axt auf die los, ey. Das ist mir auch egal. Wie ramme ich dem Mädchen halt die Axt in den Kopf rein? Na, schon mal eine Axt im Kopf gehabt? Willst du mal ausprobieren? So. Auch du kannst mal gerne eine Axt in den Kopf bekommen. Scheiße. Schokolade wollte ich sagen, Schokolade. Also bei diesem Skyblock, da stirbt man echt ziemlich heftig. Häufig. Ich weiß nicht, wie das bei anderen so ist, aber wie ihr seht, sterbe ich ziemlich heftig häufig. Komm hier mit der Spitzhacke. Erst gibt's mit einem Kochlöffel in die Fresse. Mit dem Kochlöffel. Boah, 3 Stück, ey, denkst du dir, Alter. Gut, 2 sind beschäftigt.
sterb, 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 sterb. Ja. Das haben wir knapp überlebt. Haben wir noch was zu essen? Nein, natürlich nicht. Der Weizen wächst natürlich auch sehr langsam jetzt. Oh fuck, ich hab den Ender. Ich hab das Ender Girl angeguckt, das Ender Girl angeguckt, das Ender Girl angeguckt. Komm her, großes Mädchen. Lass uns ein wenig spielen. Wie unanständig. Wie unanständig. Wie unanständig. Wie unanständig. Vor allem, dass es hier überhaupt nicht stört, dass ich hier permanent meine Hacke in die Füße ramme, in die schönen manikürten Füße. Ist ja auch irgendwie geil, ne? Ist ein toughes Mädchen, ist ein toughes Mädchen. Die kommt sicher vom Bau. Die verkraftet sowas. Die haut dann voll ein in die Fresse. Ja, so ein Endermädchen macht ja auch viel Schaden, ne? Sicher so ein Bodybuilder-Mädchen. Unter den zärtlichen, oder den zärtlichen Enderman-Kostüm. Soll ja glaube ich, so ein Pulli mit Kapuze darstellen, ne? Verbirgt sich ein knallharter Bauarbeiter. Ja, ne, ist so. Wie soll ich mit 2 Herzen noch was ausrichten? Ich muss ja dahinter. So, 10 hebe ich auf. 10 hebe ich auf. Denn das ist wichtig. Das. Das Ding ist wie irgendwie so ein The Crutch-Geräusch oder so. Oh yeah. Beatbox Remix. Willkommen bei DJ Never a Guest mit dem neuesten Beatbox Remix. Baum-chicka-wow-wow, das ist zwar kein Beatbox, aber lasst mich einfach. Vor allem, wir drehen und sie sind die ganze Zeit so umgedreht, ne? Es könnte jederzeit hier irgendwas spawnen. So, machen wir erstmal hier ein bisschen Licht, damit das nicht wirklich passiert. Das war's dann nun. Au. Oder haben wir nur noch ein halbes Leben? Jetzt haben wir wieder Essen. Lasst mich! So, jetzt hoffen wir mal, dass unser Leben sich schnell genug auffüllt. Eins haben wir noch. Oh, wir haben Knochen. Das ist gut. So, was ist denn hier überhaupt noch nicht gewachsen? Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Das nicht, das nicht. Ich glaube, ich mache da auch noch mal Licht hin. Ups. So, dann baue ich mal die Spielzacke. Ich habe so das Gefühl, da kommt die ganze Zeit nur dieselbe Musik.